Hallo, und heute geht's um ein neues Spiel. Ich liebe ja japanische Spiele, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Und auf der Suche nach einem neuen Spiel habe ich dieses hier gefunden. Ich öffne es jetzt gerade das erste Mal. Japanisch oder Englisch? Nehmen wir Englisch. Und es handelt sich um Tales of Arise. Und es ist zwar nur eine Demo-Version, weil ich es erst testen möchte. Und wenn es mir wirklich gut gefällt, dann kommt es auch noch in meine Sammlung. Das Spiel gibt es seit 9. September. Das war das Release-Datum. Bei der Demo-Version wird man hier noch gewarnt. Die Demo basiert auf einer sich in Entwicklung befindlichen Spielversion. Inhalte können sich in der finalen Version ändern. Und es ist natürlich jedem klar, dass der Spielstand nicht ins Originalspiel dann mitgenommen werden kann. Es ist ja auch mal eine Demo zum Testen. Hier sind die Charaktere und da geht's jetzt schon los. Für mich ist das immer der schwierigste Punkt. Aber es ist ja eine Demo, somit kann ich ja alle durchtesten, wenn ich möchte. Ich werde ja natürlich die weiblichen Charaktere testen. Und damit das Video nicht zu lang wird, werde ich jetzt mir zwei Charaktere aussuchen. Dieses Spiel kann auf dem PC gespielt werden, auf der PS4, auf der Xbox, also wirklich auf fast jeder Plattform. Finde ich echt top und die Verkaufszahlen schnallen in die Höhe, was ich gelesen habe. Also muss das Spiel einiges drauf haben und deswegen ist es mir so ins Auge gesprungen, muss ich echt sagen. Kisara, und hier haben wir zum Beispiel Dohalin. Sorry, hoffe ich spreche ihn richtig aus. Ein Universalkämpfer, der mit seiner Rute und einer Vielzahl an Artes Gegner auf jede Distanz bezwingt. Der hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Schade, dass es den nicht in weiblicher Form gibt hier. Alfen, ein schneller Schwertkämpfer. Okay, ist wieder männlich. Ich hätte vielleicht gerne eine Schwertkämpferin. Hier ist Shion, eine Revolverheldin. Okay. Die abwechselnd weit entfernte Gegner angreift und ihre Verbündeten mit. Okay, sie heilt. Eine Heilerin ist schon mal gut. Rinwell, die werde ich jetzt als erstes testen, weil es eine Magierin ist. Schade, Law ist eine Nahkampfkämpferin. Magier sind ja immer Fernkämpferin. Und die Dame, die Blonde mit der Pistole, die werde ich dann nachher noch testen. Gehen wir es mal mit Rinwell an. Ich würde nämlich gerne sehen, was die Magierin so kann. Und Kera war ich sehr enttäuscht über den Support, da ich noch immer 6 Tage den Großkopf habe. Mir gedacht, es muss ein anderes Spiel her. Ich habe Kera schon so lange Off we go. gespielt. Nach einiger Zeit, auch sehr lange am PC damals. Und hier, ihr seht, die Grafik ist schon wunderschön. Rinwell hat ein Buch auf der linken Seite, wie ich, wenn ich das richtig sehe. Ich denke, sie wird ihre Zaubersprüche vorlesen aus diesem Buch. Zeuge haben also selbst so beschauliche Orte wie diesen hier befallen. Eine Schande, wirklich. Was hättest du denn gedacht, ob Zahm oder Streuner, wo sich Rhaenyra rumtreiben, sind Zeuge nicht weit. Es wäre eher eine Überraschung, wenn es in diesen Breiten keine Zeuge gäbe. Ich weiß, er hat mich gerade nur etwas mitgenommen. Hör mal, Zeugel werden immer in den Umgebungen eingesetzt, für die sie am besten geeignet sind.
Wenn wir ein Gebiet zum ersten Mal betreten, haben wir keine Ahnung, wozu sie imstande sind. Überleg gut, wie du das Flammenschwert einsetzt. Richtig, werde ich mir merken. Also gehen wir weiter. Und da geht's jetzt schon los. Okay, ich schaue mir jetzt nur kurz an, wie ich hier kämpfe. Und ja, schauen wir uns das mal ganz genau an. Hier kann ich meine Spezialfähigkeiten einsetzen mit X, Dreieck oder der Viereck-Taste. Das ist immer wichtig. Wie ich jetzt normalen Schaden mache, steht hier noch nicht. Und links mit den Pfeiltasten kann ich die Spezialfähigkeiten meiner Charaktere, wenn ich das jetzt richtig lese, anwenden. Okay, hört sich alles schon sehr nett an. Ich denke aber immer, man lernt am besten in der Praxis. Und versuchen es gleich. Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Und weiter geht's. Grundlegende Kampfsteuerung, normale Angriffe, drücke R1, um einen normalen Angriff auszuführen. Anfangs kannst du bis zu 3 Angriffe kombinieren. Normale Angriffe, Charaktere können nach dem Springen auch aus der Luft angreifen. Hier geht's weiter. Artes sind besondere Aktionen, die einen Teil deiner Artes-Leiste verbrauchen. Drücke, wie schon gesagt, diese 3 Tasten, um Artes auszuführen, dass dieser Taste zugewiesen ist. Okay. Die Artes-Anzeige füllt sich automatisch schrittweise wieder auf, aber langsamer, wenn du angreifst. Interessant. Ausweichen. Halte den linken Joypad und R2, um einen gegnerischen Angriff auszuweichen. Mit gutem Timing, genau wenn der Angriff erfolgt, führst du ein perfektes Ausweichmanöver aus und erleidest keinerlei Schaden. Das ist schon mal gut. Aber erst im Test schauen wir uns das genauer an. Ja, drücke R1 ist der normale Angriff und der kann auch kombiniert werden. Fangen wir an. Ich bin jetzt eine Fernkämpferin. Ups. Ich kann aus der Luft angreifen. Das gefällt mir schon mal. Liebe Magierin, deswegen habe ich mir gedacht, teste ich zuerst. Und ihr seht auf der linken Seite, kann ich jetzt die Spezialfähigkeiten von meinen Verbündeten einsetzen. Also das ist echt hammermäßig. Erste Hilfe habe ich jetzt bekommen. Schlag. Boostschlag. Boostschläge erledigen Gegner mit einem Schlag und werden mit Verbündeten ausgeführt. Erscheint bei einem Gegner Schlag, drücke beim Fadenkreuz einfach rauf, runter oder rechts, links, um sie sofort einzusetzen. Das werden wir jetzt gleich machen. Das sieht schon hammermäßig aus, muss ich echt sagen. Gefällt mir echt gut. Die Zusammenarbeit hier und weiter geht's. Betrachte dich als erledigt. Haben wir es geschafft? Der erste Kampf. Ich glaube langsam, ich habe den Dreh raus. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Selbstgefälligkeit führt in die Petrouille. Du lässt es nie locker angehen. Hm? Im Kampf kann man nicht wachsam genug sein. Weiter geht's. Rinwells Talent. Halte die Arte-Taste gedrückt, während du ein Astral-Arte wirkst,
um die Aktivierung zu verzögern. Bis du loslässt, drücke in diesem Zustand auch R1, um es für später aufzubewahren und aufzuladen. Aufgeladene ATs werden beim nächsten Angriff oder Ate aktiviert und können Teil von Kombos sein. Also die Magierin dürfte gar nicht so einfach zu spielen sein. Wirkst du das gleiche Ate, das derzeit aufgeladen ist, können sie sich zu einem höherrangigen Zauber verbinden. Dabei entstehen möglicherweise Ates, die Rinwell noch nicht gelernt hat oder nur durch bestimmte Kombinationen wirken kann. Also experimentiere herum und probiere aus. Und das werden wir jetzt auch machen. Ich denke, für den Einstieg ist wohl die Magierin nicht so einfach. Deshalb möchte ich dann die Heilerin testen. Hier kann ich zum Beispiel sammeln. Okay, fürs Kochen. Ja. Wenn du eine neue Mahlzeit... Naja, das lese ich jetzt nicht vor. Ich gehe da einfach auf Weiter und ich kann dann Gerichte zubereiten anscheinend. Okay, sehr interessant. Das werden wir aber alles erst dann uns richtig anschauen, wenn ich mir das Spiel hole. Ich überlege nämlich erst, wenn ich es jetzt getestet habe. Und hier sind wieder Monster. Jetzt ist die Frage, greife ich die einfach selbst an? Da hinten ist nämlich ein Kristall. Hey, Shion. Hey, Shione, wo kommt deine Waffe her? Was meinst du mit, wo kommt sie her? Wenn du kämpfst, wirkt es so, ob sie aus dem Nichts erscheint. Das ist Transfertechnologie. Wenn ich sie nicht brauche, brauche ich sie in den leeren Raum. Und wenn ich sie brauche, rufe ich sie. Nicht wirklich, aber klingt ziemlich... abgefahren. Naja, so muss man keine schweren Waffen mit sich tragen oder sich darum sorgen, dass sie vom Feind gestohlen werden. Du merkst aber schon, dass du die Technologie deiner Freunde rühmst. Und Technologie ist Technologie. Wir machen da eine Abkürzung und sie sagt noch, das stimmt wohl. Hey, Rinwell. Hey, Rinwell, musst du immer einen Zauberspruch aufsagen, bevor du ein Artes wirken kannst? Ja, sie machen die Artes nicht stärker oder so, aber erst durch die Worte kann sich die Astralenergie sammeln und mich durchfließen. Es kostet zwar Zeit, aber nur dadurch kann ich überhaupt so starke Magie wirken. Was passiert? Okay, die sind mir etwas zu schnell jetzt, aber ihr könnt ja zuhören und ich verstehe jetzt, wie ihre Magie funktioniert. Das soll ja der Sinn sein. Sie hat aber auch einen Trick auf Lager. Sie kann Astralarte speichern, um sie später einzusetzen. So once the astral energy is in place, you can choose to set it off whenever you want? That's amazing. Yeah. Also der Charakter ist sicher, but I'm sure it'll come in handy sooner or later. Ein guter Charakter, der viel Schaden macht. Von der Ferne. Aber auch sicher schwierig zu spielen ist, kann ich mir vorstellen. Natürlich erst durch die Tests wird das jetzt was werden und ich gehe da jetzt einfach hin und schau, was passiert. Ah, meine Gruppe ist wieder da, nett. Und weiter geht's. Aber die mit dem Gewehr, die macht ganz viel Schaden, finde ich. Und das schaut echt Bombe aus. Die werde ich gleich als nächstes testen. Zähne, das ist mein. Dann habe ich einen Luftstoß. Ich sehe das eh ganz rechts unten. Die kann ich aber nur wirken, wenn ich Astralenergie habe. Und
ich kann ja mit den Pfeiltasten die Superskills meiner Mannschaft aktivieren. Wie ihr gesehen habt, das ist echt toll. Und ihr seht das Ergebnis, keiner ist gestorben. Alle haben noch genug Leben. Jetzt hole ich mir den Kristall. Ich würde sagen, machen wir dann noch einen Kampf mit der Magierin und dann wechsle ich zur, zur Blondine, die eine Waffe hat. Ist zwar auch eine Fernkämpferin, aber ich habe Tanks, habe ich nicht so gerne. Was ich gesehen habe, ist die dritte eine, ist eigentlich ein Tank mit einem Schild und einer Lanze. Okay, wo bin ich da jetzt gelandet? Auf einer Fernstraße. Hier steht jemand. Hey, ihr zwei. Ich glaube nicht, dass ich euch schon mal hier gesehen habe. Und wenn schon, was geht dich das an? Nichts, gar nichts. Es sah nur so aus, als wüsstet ihr nicht wohin. Du hast recht, wir sind zum ersten Mal hier. Na, dann solltet ihr nach Wisskind gehen. Okay. Ich lese nur ein bisschen mit. Damit es etwas schneller geht. Und wenn ihr euch nicht anfallen lassen wollt, bleibt lieber auf der Straße. Okay. Wobei, mit deinem Schwert im Gepäck suchst du die Gefahr. Mit ihm würde ich ja auch gern kämpfen, weil mit seinem Schwert hat sicher einiges drauf. Ich habe aber gelesen, man kann im Kampf sogar Charaktere wechseln. Und das finde ich natürlich super. Ich muss erst herausfinden, wie das geht. Ich bin ja erst am Anfang. Ich rede jetzt hier noch einmal. Wenn ihr der Fernstraße folgt, erreicht ihr Wisskind in Nu. Okay, das ist eigentlich... Hier sind Monster, dann machen wir gleich hier weiter, dass es viel Spaß macht. Okay, was sind diese Dinge, die du manchmal im Kampf... Ah, diese Bomben. Bomben? Die Dinge, mit denen man Felsen aus dem Weg räumt? Aber ich könnte schwören, aus einigen von dir kam was anderes als Feuer. Weil es keine gewöhnlichen Bomben sind, das sind Sonderanfertigungen, gefüllt mit Astralenergie. Warum schießt du auf die Bombe? Das ist Teil meiner Strategie. Die Wirkung der Bomben verändert sich. Das erschwert es den Gegnern vorherzusehen, welche Wirkung sie haben oder wann sie hochgehen. Okay, jetzt redet er wieder. Du nutzt mächtige Bomben und mächtige Heilung. Ach, sehe es so, wenn dich je eine meiner Bomben erwischt und du nicht gleich tot bist, kann ich dich mit meinen Artes heilen. Dann passe ich auf, nicht zu sterben. Und ich denke, jetzt geht's los. Nein, noch immer nicht. Wir kommen auf Enemies, die wie du kämpfen und versuchen, unsere Attacken auf den letzten Sekunden zu I hate those guys. I can get some hits in when they move into attack, but otherwise they slip past damn near everything else I throw at them. If what you're seeking is a way to more reliably hit them, there is a solution. Try to outclass them on reflexes? I possess... They emerge as the land itself and take root on my command. They will swiftly bind the enemies. At which point you can glaube ich, mit X übersprungen, ein paar. Ja, weil wenn wir das Spiel beginnen richtig, dann werden wir dann noch ein schönes Video machen. Und ihr könnt ja auch mitlesen. War jetzt nur so ein bisschen, dass ich ein bisschen Schwung reinbringe, damit es nicht zu langweilig wird. Und jetzt geht's los. Mit normalen Angriffen und immer wieder auch mit Spezialangriffen, dann natürlich von meinen Verbündeten auch ihre Spezialattacken machen
Und das sieht man immer sehr gut, finde ich. Hier zum Beispiel. Wahnsinn. Also mit ihm würde ich gerne kämpfen. Wenn er eine Frau wäre. Ich denke, die Heilerin wird werden. Deshalb möchte ich nach diesem Kampf die Heilerin treffen. Und kommt schon alle zusammen. Und geschafft. Alle leben noch. Schön zu sehen. Dann würde ich sagen, ich starte das Spiel jetzt neu. Es wird eh nicht abgespeichert, es ist ja nur eine Demo-Version. Und dann sehen wir uns gleich mit der Heilerin wieder. Bis gleich. Ich bin wieder da und nun wähle ich Shion. Ich habe aber die Magierin noch weiter getestet. Die ist mir dann sogar zweimal gestorben. Mal schauen, ob jetzt die Heilerin da besser durchkommt. Ich meine dann die stärkeren Monster. Testen wir den ersten Kampf gleich. Well, off we go. Und überspringen wir die Kampfsteuerung. Und die ganzen Dialoge. Das wäre ja jetzt unnötig, wenn wir das jetzt alles nochmal durchgehen. Da vorne stehen schon die ersten Monster. Links oben wird sogar nochmal kurz eingeblendet, und wegen der Kampfsteuerung. Ich habe eine erste Hilfe und kann meine Kameraden heilen. Ich springe jetzt etwas herum, weil in der Luft kann ich ja auch angreifen. Jetzt lasse ich die Magierin angreifen. Ist ganz lustig, mit der Waffe zu schießen, und jetzt kommt der Schlag. Der Boost-Schlag, den muss ich ja mit dem Fadenkreuz ausführen, und los geht's. Betrachtet mich, er ist erledigt. Jetzt ist ja Geschichte. Ja, Teamwork. Überspringen wir die Dialoge. Und schauen wir uns gleich einen stärkeren Kampf an, würde ich sagen. Wieder da, und die nächsten Monster, die befinden uns jetzt nach der Brücke. Jetzt müsste mein Team wiederkommen. Ja, und weiter geht's. Ich habe bemerkt, in den Optionen kann ich das Team ändern, weil zwei sind immer in Reserve. Und weiter geht's. Also mit ihr macht es richtig Spaß zu spielen. Hoppala, jetzt hast du die Bombe in die falsche Richtung geworfen. Ich muss mich auch erst einspielen. Aber es ist schon mal leicht anzuvisieren. Jetzt kommt wieder sie mit ihren... Also die Magierin ist auch nicht so ohne. Es ist echt schwierig. Aber wenn man wechseln kann, finde ich das echt top. Ich versuche jetzt hier öfters auszuweichen. Hier ist eine Bombe, ich schieße drauf. Das müsste ich natürlich beim Monster machen. Habe es jetzt nur kurz getestet. Und weiter geht's. Ich darf natürlich auch nicht vergessen, meine Teamkameraden zu heilen. Und wir haben es geschafft. Ich habe gut geheilt, ihr seht, ich habe kaum verloren. Ich würde sagen, machen wir noch einen Kampf. Ich kann mir das Spiel ja noch genauer anschauen, und mir gefällt es bisher echt gut. Auch, ich glaube nicht nur mir, weil die Verkaufszahlen schnallen wirklich in die Höhe bei dem Spiel. Ihr braucht es nur kurz auf Google lesen. Es ist wirklich hammermäßig. Und das sind schon die nächsten Monster, drei Stück, wobei eines anders aussieht. Das ist, ich weiß nicht, was für ein Monster. Auf jeden Fall habe ich hier ja meinen Magma-Strahl, die erste Hilfe, und ja, ich muss das alles austesten.
was am meisten bringt. Die erste Hilfe ist natürlich immer wichtig für meine Teamkameraden. Und hier, jetzt habe ich es schon heraus mit dem Bombenwurf. Habt ihr das gesehen? Echt lustig, hier ist noch eine Bombe. Und wir haben es geschafft. Und hier das Ergebnis. Schaut auch top aus. Alle leben noch, haben genug HP. Ich gehe hier sammeln und mir gefällt das Spiel echt gut. Ich muss mir echt überlegen, ob ich es jetzt noch dazu nehme zu den ganzen Projekten. Aber ich habe ja nach einem Spiel gesucht mit einer guten Grafik. Und hier geht es auch schon gleich weiter mit dem nächsten Kampf. Das ist echt hammermäßig, das geht schnell. Dann machen wir den noch, wenn wir schon dabei sind. Aber das Teamwork und die Skills sind doch einmalig. Natürlich muss ich hier niemanden anvisieren, so wie in Kera. Das heißt, wenn ich jetzt heile, dann heile ich einfach alle. Und ich muss niemanden anvisieren. Wir haben es auch schon geschafft, das ging echt schnell. Ich finde, es geht mit ihr schneller. Und da kommt schon der Nächste. Das ist ja Wahnsinn. Wir kommen ja gar nicht mehr aus dem Kampf raus. Ja, das ist einer nach dem anderen. Schlag. Ah, jetzt muss ich drücken. Und das ist jetzt der Boost-Schlag. Sollte... Ja! Und das Monster ist schon tot. Mit dem Boost-Schlag geht das echt schnell. Also, bei diesem Monster jetzt. Bei den schwierigeren, weiß ich nicht, ob das gleich tot ist. Auf jeden Fall macht es Spaß. Und ich weiß nicht, machen wir die Monster noch? Ja, ich laufe hier nur durch Monster und ein Kampf nach dem anderen. Es ist auf jeden Fall leichter, mit ihr zu kämpfen, mit der Heilerin, als wie mit der Magierin. Nur, ich wollte euch ja auch ein Terra-Video machen und das werde ich auch. Was mich jetzt in Terra nur stört, der Support antwortet nicht. Ich schaue noch immer dort so aus mit diesem Riesenkopf und habe noch immer 6 Tage stehen. Und was mich auch noch stört an Terra, deswegen haben wir damals aufgehört, dass es jetzt einen Shop gibt, den gibt es eh schon länger. Aber als es ein PC-Spiel war, jetzt muss ich einen Schlag machen. Bevor ich hier mich verplaudere. Ja, alle leben noch. Top. Ja, das vorher gab es ja keinen Job. Da zahlte man 5 Euro im Monat und jeder hatte die gleichen Vor- und Nachteile. Jetzt mit dem Job, der schon länger existiert in Terra, haben sie das Spiel komplett vermasselt, da sich natürlich jetzt die Leute einkaufen können, was vorher nicht der Fall war. Und das finde ich schon so traurig. So, komm her. Jetzt muss ich ausweichen. Seht ihr, wie schnell sie ist? Also, Hammer. Jetzt kommt die Magierin. Die kann auch hüpfen und in der Luft kämpfen. Weil das sind ja eigentlich Vögel hier. Die sollten wir wahrscheinlich in der Luft kämpfen. Geh weg von mir. Ich muss erst üben. Ja, so springe ich, genau. Und eine Bombe. Ja, die Bombe. Da muss ich näher ran. Aber das... Wildschwein oder was das ist. Das ist jetzt auch gleich tot. Ein Brecher. Und das ist... Geschichte. Meine Teamkameraden leben alle, wie ihr seht.
Bis jetzt habe ich es geschafft. Also mir gefällt das Spiel sehr gut, wie schon erwähnt. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und vielleicht gefällt euch das Spiel ja auch. Schreibt es mir in den Kommentaren. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Und während ich hier jetzt weiter teste, einen Kampf nach dem anderen, ja, sage ich euch schon mal tschüss. Viel Spaß weiterhin und alles Gute.